Du kommst jetzt mit. So, Leute, lass mal fetten Like da. Was habt ihr denn für mich vorbereitet? Das haben wir für dich vorbereitet, Grinch! Ja, aber du dich hinsetzen, werde ich doch nicht, Grinch! Freunde, herzlich willkommen bei was wir! Ja, ihr seht es schon, wir werden heute den Grinch verhören, hier in unserem Verhörraum, in unserem Verhörsaal! Und es ist verdammt wichtig, wenn ihr jetzt alle mal einen Daumen nach oben gebt und Hand in die Kommentare schreibt, weil heute ist der 24. Dezember und wir haben immer noch keinen Weihnachtsbaum, weil unseren Weihnachtsbaum zurück, denn ohne Weihnachtsbaum kann das Fest der Liebe heute Abend nicht stattfinden. Da können wir nicht Weihnachten feiern. Wir haben es uns verdient, Mann. Aus diesem Grund, Leute, bleibt dran, folgt uns und schaut jetzt zu, was wir mit dem Grinch anstellen. Wir werden den Grinch mal hören. Ich will den Weihnachtsbaum wieder zurückhaben. Heute ist der letzte Tag. Finde ich nicht lustig. Finde ich überhaupt nicht lustig, Grinch. Ich find's lustig. Und du, Flexi. Du Flexi nie mehr wieder. Nur weil du kein Weihnachten feiern willst. Wir wollen es aber feiern. Ja, und ich will einfach nur mein Handtuch zurück. Papier. Das geht's doch nicht. Bleib sitzen. Lass mal fetten Like da. Wir wollen unseren Tannenbaum wieder und der will seinen Handschuh, oder was? Gib doch mit uns einfach mal den Tannenbaum zurück. Ich weiß nicht, wo er ist, Papier. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo er ist. Sie sind immer die gleichen Ausreden. So geht es nicht, Mann. Sag doch mal Sache. Oder warte, Grinch, willst du ein Eis? Eis? Vielleicht willst du ein Eis. Wenn du Eis hast, dann hol's mir. Okay, ja, gerne. Moment, ich muss mal mit dir was besprechen. Cayman, bist du verrückt? Warum willst du ihm jetzt ein Eis schenken? Flexi, Mann, das ist guter Kopf, böser Kopf, Mann. Das ist die Strategie. Ich bin nett, du bist böse. Und du schenkst ihm Sachen, was zu essen, was zu trinken. Genau, ich bin übel nett und du bist ab. Vielleicht öffnet er sich dann uns, Mann. Ich schaue dir dann mal, wo der Baum ist, Mann. Ich brauche den unbedingt heute. Leute, sollen wir das durchziehen, Mann? Machen wir, vielleicht. Also, biet ihm mal was du an. Du bist böse und ich schreibe ein bisschen, du bietest Flexi, ihm was an. Hast du wirklich ein Eis? Perfekt, auf geht's. Und jetzt, wo ist mein Eis? Alles gut, Grinch, Mann. Ich habe hier was Süßes für dich. Zuckerwatte, welche willst du? Blau oder pink? Ich wollte eigentlich ein Eis, aber ich bin selber... Weg da! Die kriegst du erst, wenn du uns verrätst, wo unser Tannenbaum ist. Was soll das jetzt, Flexi? Mann, lass ihm doch ein bisschen was. Er hat die ganze Zeit nichts gegessen. Er saß 3 Tage lang im kalten Auto. Alles klar, Cayman. Leck mal. Oh, es ist geil. Und unser... Toll, Cayman, jetzt hast du ihm was zu essen gegeben. Ist gut, Grinch. Aber unseren Baum haben wir trotzdem noch nicht. Schaut dir mal an, wie ausgehungert der war. Wahnsinn. Was ist denn der? Ja. Geil! Los! Geil! Grinch, war das gut? Ja, lecker! Kannst du sagen, wo der Tannenbaum war? Natürlich nicht, geh weg, Alter. Sag ich euch nicht. Was soll denn das? Deine Taktik ist wirklich gut, Cayman! Ich hab probiert, Mann! Und jetzt ist nicht die Zuckerwatte! Grinch, wo ist unser Tannenbaum? Bitte verrat uns! Heute ist das 24. Ich will das andere blaue, ja. Was sagt Flexi? Er hat doch gerade schon die Idee bekommen. Jetzt sind wir noch die blaue, Mann. Verrätst du uns danach, wo der Baum ist? Ja, ja. Komm, Flexi, mach's auf. Hier, hol's raus. Bitte. Schmeckt's? Ja, ja, Cayman, sehr gut. Du reichst ihm den kleinen Finger, nimm die ganze Hand. Was ist denn hier los? Was ist zum... Cayman, der verarscht uns doch. Irgendwie schon, weil ich dachte, mein Plan funktioniert. Zuckerwatte und der ist so, was soll denn das? Ist in Ordnung, schmeckt's? Ja, es geht lecker. Krass, okay. Der hat das in seine Augen und so, Cayman. Wo ist unser Tannenbaum, Grinch? Lasst jetzt noch mal ein Like da und schreibt Hand in die Kommentare. Weiß ich nicht, ich hab keine Ahnung. Was? Flexi, Mann, mein Plan mit guter Polizist, böser Polizist geht leider nicht auf, der das nichts verraten. Geht überhaupt nicht auf. Das war nicht so eine tolle Idee, Cayman. Ich hab eine andere Idee, Mann. Hast du noch den Handschuh von Grinch? Natürlich hab ich den noch. Hier ist er. Perfekt. Was für Idiot, Alter. Denn die wissen, was ich vorhabe, Mann. Die sind einfach nur dumm, lass sie machen, Leute. Den Original-Grinch-Handschuh habe ich noch. Wir wissen ja, er will ihn haben, unbedingt. Ja, deshalb ist er auch hier so gelassen, Mann. Deswegen ist das unsere Notlösung. Wenn uns gar nichts mehr einfällt, holen wir den raus und werden ihn zerschneiden. Wir drohen an, ihn zu zerschneiden. Meine ich ja. Und wenn uns der Tannenbaum den Baum zerreißen, wir den zerschneiden. Das ist aber die allerletzte Notlösung. Wir versuchen es nochmal auf eine normale Art und Weise. Wir fragen jetzt nochmal den Grinch, auf was er Bock hat. Das machen wir noch. Eine Chance gebe ich ihm, okay? Okay. Was macht denn der da? Grinch, mach mal die Füße auf und ein bisschen nichts. Zu Hause. Aber er ist nicht zu Hause. Wenn es ihm gemütlich ist, Grinch. Also, okay, Flex und ich haben gerade besprochen, dass wir dir noch ein paar Wünsche erfüllen. Echt? Was willst du haben? Ja, okay, wenn du sowieso mal was zu trinken. Okay, Wasser. Ich hole dir gerne was, aber da musst du uns wirklich versprechen, Ehrenwort, dass du uns den Tannenbaum zurückgibst, bitte. Indianer-Ehrenwort. Indianer-Ehrenwort. Oh, Indianer-Ehrenwort. Du passt auf ihn auf, ich hole kurz das Wasser. Komm mit.
Sag mal, Mensch, was machst du denn da schon wieder? Ich hab doch gesagt, Füße runter. Zu Hause. Ich bin nicht Cayman, okay? Ich will nur meinen Bauch zurück. Mensch, hier ist dein Wasser. Ja, dann hinstellen. Okay. Und jetzt öffnen, Cayman. Was? Cayman? Ich will unseren Tannenbaum wieder. Sehr gut, hier, was ist offen. Ja, okay. Trink. Dankeschön. Wenn es dir schmeckt, ja. Trink jetzt. Aber still, ich hab gedacht, okay, mit Kohlensäure. Ah, weißt du was, Cayman? Weißt du was? Okay, ja, trink, genieß es. Ich genieße es. Grinch, was soll das denn? Oh Mann, Grinch! Was ist denn jetzt los? Ich bin doch eigentlich der nette Polizist. Ja, das ist vielleicht ein Fehler, Cayman. Verdammt, mir reicht's. Leute, lass mir fetten Like da. Grinch, so gehen es. Gib uns sofort unseren Tannenbaum zurück. Ich hab Tannenbaum. Ich hab den Tannenbaum nicht Willst mehr. Willst du uns nicht kennenlernen? Will sie ausrasten? Also, ich hab doch Ass im Ärmel, deshalb bleibt auf jeden Fall dran. Und jetzt? Ich hab doch keine Angst vor ihm. Er willst du schon sehen. Flex. Hol das Ass raus. Er will es nicht anders. Zeig's ihm. Hol es sofort raus. Vergiss dir das Lachen. Was für ein Ass, Mann. Schau mal, was ich hier habe, Grinch. Pam! Oh mein Gott. Guck dir das an. Gib ihn her, komm. Gib ihn her. Willst du? Gib ihn her jetzt, Flexi. Komm, gib ihn. Doch kriegst du aber nicht. Und ich hab hier eine Schere, Grinch. Und den werden wir zerschneiden. Flexi. Handschuhblut. Halt die Schere. Nein, nein, Moment. Guck dir das an. Guck dir das an. Willst du wirklich? Warte, stopp. 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 Aha. Es klappt, Freunde. Was ist denn auf einmal los? Bitte nicht zerschneiden. Okay? Der gibt der Schere. Cayman, bitte hör auf. Zerschneid ihn nicht. Alles klar? Okay. Okay. Also, guck mal, Leute, ich verrate euch, wo der Tannenbaum ist, wenn ihr wollt, okay? Ich verrate es euch. Dann verrate uns bitte mal, wo der Tannenbaum ist. Also, der war doch... Das bleibt hier. War der nicht in der Schublade? Hey, der macht irgendwie einen noch Zeit. Ich glaube, du willst es wirklich haben, das Grinch? Zerschneiden. Schau, deine Hand bleibt für immer so. Deine Hand wird nie wieder neu. Warte, okay, ich verrate euch. Unter einer Bedingung, okay? Gib mir den Handschuh, bitte. Ja, endlich. Dann bin ich mal gespannt. Es hört sich jetzt gut an, Grinch. Ja, der Tannenbaum. Lach doch bitte nicht so. Verrate doch mal, wo der ist. Oh Mann, ey. Ihr seid einfach so strohdumme Typen, Mann. Doch gar nicht. Was, wir sind keine Idioten und hier ist kein Baum. Also, der Baum ist hier. Und der war immer hier. Was? Schaut. Hä? Wie, das hat der Hogwarts nie verlassen. Was? Hä? Wo ist der denn? Wo soll er denn sein, wenn er nicht hier ist? Er ist vor der Tür am Eingang. Geht doch gucken. Flexi? Draußen. Flexi, geh mal sofort nachgucken. Ich bleib hier beim Grinch. Leute, anscheinend... Ich nehm den Handschuh aber mit. Mit. Auf geht's, auf. Ich geh rausschauen. Oh mein Gott! Da ist der Baum! Cayman! Cayman! Willst du nicht rausgehen? Auf gar keinen Fall, Mann. Ich war am Anfang nett zu dir. Du hast mein Vertrauen komplett missbraucht. Ich gehe da nicht raus. Flexi, guck. Cayman! Cayman! Was ist? Cayman! Cayman! Draußen steht unser Baum wirklich! Nein, unser Baum! Oh, 1:1! Er hat mich gelogen diesmal! Alter, Mann! Krass. Hab ich euch doch gesagt! Und da du mich gelogen hast! Mann, jetzt bitte wir sind faire Leute, Mann. Lass mal einen fetten Like da und schreibt Hand in die Kommentare. Und er hat seinen Handschuh, Mann. Aber Cayman, ich brauche deine Hilfe. Der Baum ist so groß und schwer. Du musst mir helfen, reinzutragen. Das geht nicht, Flexi. Natürlich geht es! Nein, Mann, der Grinch, was macht er? Sonst macht er wieder Kacke. Wir müssen irgendwas damit machen. Lass ihn doch alleine, der kann hier eh nicht weg! Nein, Flexi. Es ist Weihnachten, wir wollen unseren Baum schmücken. Schau mal auf die Uhr. So viel Zeit haben wir nicht mehr, bevor das Christkind kommt. Cayman. Christkind kommt. Flexi hat recht. Ich bleib hier. Ihr könnt du gehen. Du versprichst es. Ehrenwort. Wirklich. Hundertprozentiges. Okay, Ehrenwort. Leute, er verspricht es. Ja. Vertrau ihm jetzt mal. Ach, das letzte Mal wurde mich schon mal verarscht. Ja, das heißt Flexi. Und wir gehen raus. Oh Mann, endlich habe ich meine Handschuhe wieder. Aber ihr wisst nicht, dass das alles geplant war. Diese Idioten glauben wirklich, ich bleibe hier. Ich muss zu anderen Kindern andere Geschenke klauen. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Nachher ist Weihnachten. Und? Vollidioten, da fällt mir Platz nicht. Wisst ihr was? Es war mir eine Freude, euch zu ärgern. Wir sehen uns. Oh mein Gott! Oh, Cayman! Da ist unser Baum! Oh mein Gott, ich hab die so bis am 24. Und jetzt war er so lang draußen. Es sieht noch gut aus, Freunde, Mann. Rein mit ihm, rein! Mensch, Alter, auf geht's, komm weg! Rein, Eppani! Ui! 24. Was? Was, Flexi? Wo ist der Grinch hin, Mann? Wieso ist der Grinch nicht mehr da? Ist der abgehauen, oder was? Verdammt. Der ist aus dem Garten abgehauen. So
ein Mist, ey, aber egal. Weißt du was, egal, es ist Weihnachten, wir machen wir haben unseren Tannenbaum wieder, was ist nämlich Heiligabend. Aber es fehlt was an dem Baum. Dekoration, Mann, und die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum. Ich hab Deko dabei. Und ich räum hier den Tisch weg, auf geht's. Schaut mal, was wir für schöne Deko haben. Richtig schöne Lichterkette, silberne Kugeln, goldene Kugeln. Und die bringe ich jetzt alle Cayman. Schau, Cayman, unsere Dekoration, wow, ist schön, die Mann. Toll, Freunde. Jetzt auf, habt ihr auch Weihnachten? Deko auf eurem Baum. Schreibt's mal in die Kommentare. Ja, schreibt jetzt Hand in die Kommentare, Mann. Ja. Wow, wir haben Gold und Rot. Gold und Silber. Die hängen wir hier hin. Die hängen wir jetzt hier hin. So. Wow, Flexi, Mann. Ist der nicht schön, Freunde? Schaut ihn euch an, unser Tanni. Rechtzeitig zum 24. Dezember für uns das Weihnachten. Jetzt kann das Christkind kommen, der Weihnachtsmann kann hier Geschenke hinlegen, Freunde. Wir möchten uns in diesem Sinne bei euch bedanken für ein super schönes 2022 mit euch. Tausend Dank, Freunde. Wir danken jedem einzelnen Fan, der immer kommentiert, der immer ein Like da gibt, der uns supportet. Wirklich vielen, vielen Dank. Aus diesem Grund habt ihr unsere WhatsApp-Nummer, da könnt ihr up to date sein. Wir schicken euch immer die neuesten Neuigkeiten dort. Wenn wir euch nicht direkt antworten, seid bitte nicht traurig. Wir haben über 2000 Nachrichten. Ach, Mann, ey. Danke, danke. Das wird das schönste Weihnachten überhaupt. Was wir und die ganze Familie bedankt sich bei euch, Tom. Alles. Schau, was wir und Weihnachten gehört dir. Aber Cayman, was machen wir jetzt eigentlich mit dem Quinch? Der ist doch abgehauen. Lexi, Mann, mach dir keine Sorgen. Ich werde nicht Cayman, wenn ich nicht Cayman wäre. Ich habe was vorbereitet. Was denn? Ich habe einen Chip in dem Handschuh platziert. Wir können ihn verfolgen. Coole Lucky-T-Shirts. Und ist mit Besteck und Reißverschluss. Klassische Was-Wir-T-Shirts. Und Splash-T-Shirts. Passt dazu noch die Jogginghose. Klickt dazu jetzt einfach oben rechts auf die Infokarte oder den ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt viel Spaß.